Gut, herzlich willkommen zu Programmieren bzw. Scripten. Ich werde in Zukunft immer nur Programmieren sagen, weil es halt einfach einfacher ist und nicht so verwirrend ist. Und ich finde es eigentlich einfacher, weil vor allem PHP hat halt Grundzüge schon vom Programmieren, nicht vom Skripten eher, finde ich. Ist meine persönliche Meinung, muss ich dazu sagen. Vielleicht sagen andere das anders. Also ich muss sagen, halt ist halt relativ, wenn es eine Programmiersprache wäre, eine relativ einfache, nicht so wie C++ oder sowas, wo man dann sich durch Bücher schlagen kann und sowas. Das geht schon relativ einfach durch diese an Skript angelehnte. Objektorientierte Programmierung funktioniert mit PHP, so wie ich sagen würde, so gut wie gar nicht. Also ist relativ kompliziert, da was Projektorientiertes hinzubekommen. Nun ja, was sage ich jetzt noch? Ah ja, wie setzt ihr einen Server bei euch auf? Das ist relativ einfach. Ihr könnt euch einmal die Software XAMPP runterladen. Dies ist ein Server, ja, Server-System. Das installiert ihr einfach und dann habt ihr schon direkt alles installiert. MySQL, PHP und Apache. Und auch hier Perl. Funktionierte bei mir zuletzt nicht, weil ich benutze Windows 8 und das hat einen eigenen Server sozusagen schon drin, also die eigene Internet, einen hostfähigen Kernel oder wie das auch immer heißt, hier ISS-Server. Zu XAMPP gibt es auch als Alternative, wenn ihr euch das einzeln erstellen wollt, gibt es hier, da müsstet ihr euch Apache runterladen, PHP-Dateien von php.net. Das ist hier diese Seite, da findet ihr auch sämtliche Funktionen und sowas. MySQL braucht ihr auf jeden Fall auch, das brauche ich auch, also das kann man eigentlich nicht ohne. Dafür, da es hier so viele Versionen gibt, gehe ich nicht gerne auf die mysql.de Seite, sondern ich downloade mir einfach das bei Ship. Ja, ich hasse diesen Ship-Downloader. Gut, nein, kein Amazon, auch den ganzen Rest nicht. So, der Download ist sehr fleißig und ich gehe schon mal weiter. In Windows ist das eigentlich relativ einfach, man klickt hier auf Funktionen. Oh, ne, geht anscheinend doch nicht. Ihr geht auf jeden Fall erstmal in eure Systemsteuerung dann rein. Hier geht ihr auf Programme. Und dann Programm und Futures, dann habt ihr hier diese schöne Liste. Ihr kennt, wenn ihr schon häufiger eine Toolbar oder so einen Scheiß deinstallieren musstet. Und hier oben auf Windows Futures aktivieren oder deaktivieren. Nun habt ihr hier so ein langes Teil, ihr könnt ja auch den Internet Explorer deaktivieren. Hyper-V, das ist so eine Virtualisierungssoftware. Könnt ihr aktivieren. Und irgendwo müsstet ihr... Ich bin, glaube ich, bin dran vorbei. Internetinformationsdienst. Den klickt ihr einfach an. Und dann ist schon alles, was ihr so wichtig braucht, eigentlich schon, wird dann schon installiert. Danach drückt ihr einfach auf OK und wartet, bis dieser Balken durchgelaufen ist. Unser MySQL ist jetzt schon fertig und zur Installation bereit. Ja, ihr habt einen ganz normalen Installer hier. Der ist eigentlich relativ einfach zu bedienen und auch angenehm zu bedienen. Ist an ein paar Stellen ein bisschen schwierig, weil der manchmal nicht so will, wie man selber will. Kommt, glaube ich, auch immer drauf an, welche Benutzer man hat auf dem Rechner und sowas. Ja, man drückt halt einfach auf Install MySQL Product. Dann akzeptiert man hier das Zeug. Und jetzt fragt er nach, ob man nochmal nach Update suchen will. Sagen wir einfach, soll der mal machen. Dann sagen wir hier, der soll das downloaden, die neueste Version. Das dauert dann auch noch mal eine Zeit lang. Und hier hinten sehen wir, ist schon installiert. Wir können ja parallel dazu auch arbeiten. Wir sehen jetzt hier bei den Kacheln müsste eigentlich, oder bei den Apps zumindest, sollte ein neuer sein. Der nennt sich Internetinformationsdienst, IIS Manager. Und wenn man kommt, fragt er direkt, ob man die Microsoft-Plattform verwenden möchte. Ich sag hier ja, weil diese brauchen wir für später, für das weitere Vorgehen. Wir kommen nun auf so eine Microsoft-Seite und drücken hier einfach auf Free Download.
Ja, der ist nicht groß, der ist 2 MB groß, ungefähr, wie man hier im Hintergrund steht, der ist kostenlos und sowas. Also das Standard, womit eigentlich immer geworben wird. Hier sieht man, der downloadet irgendwie immer noch. Ich drücke einfach mal auf Next. Und jetzt kann man hier gucken, was man installieren will. Man kann es einmal als Developer Default, als Server Only, als Client Only, als Full und als Custom. Ich würde euch empfehlen, das auf Developer Default zu machen, weil dann die Sachen so ausgelegt sind halt, dass man das als Entwickler gut benutzen kann. Server Only wird die gesamte Maschine blockieren, Client Only könnte man sich nicht mit einer Software auf dem Server verbinden. Also Developer Default ist schon das Beste, was es so gibt. Full installiert unnötiges Zeug, Custom könnt ihr, wenn ihr wollt, auch machen. Da müsst ihr, das zeige ich euch jetzt nicht jetzt, was unnötige Arbeit ist in meinen Augen. Ja, hier steht dann noch, dass Visual Studio halt benutzt wird. Da drücken wir einfach auf Execute. Ja, weiter. Nochmal Execute. Und schon sehen wir, das Ganze wird nochmal gedownloadet. Ist eigentlich ohne, das war schon vorher hier 160 MB oder sowas runtergeladen haben. Aber egal. Hier ist das jetzt relativ lustig, was wir jetzt machen müssen. Weil das weiß ich selbst nicht so richtig. Immer. Ich schaff's immer wieder, aber ich weiß es nicht. Also, den PHP Manager weiß ich nicht, ob man den zuerst installieren muss oder später, deswegen hole ich mir erstmal eine PHP-Version einfach. Wir nehmen uns diese PHP-Version hier, oder? Ne, die hier. So ist ja so die größte Datei. Also nicht die größte Datei, sondern die größte Nummer. Und drücken einfach mal auf Install. Ah ne, bevor wir das machen. Ja, möchte ich. Da hat hier wieder einen Fehler gehabt. Wundert mich nicht, aber egal. Wir können erstmal testen, ob das aber funktioniert. Also nochmal einen Schritt zurück. Wir geben Localhost ein und sehen nichts. Das ist natürlich nicht so gut. Starten jetzt den Server nochmal neu, weil irgendwie will er nicht ganz so. Klickt man ja einfach auf Neustart, dann sollte es eigentlich sein. Will immer noch nicht. Gucken wir einfach mal auf C. Wir haben jetzt hier einen neuen Ordner in Inetpub und dann www.root. Und wir haben hier eine is-start.htm-Datei. Eigentlich müsste man die, wenn man die hier eingibt und HTM dann dahinter, müsste man auf diese Datei zugreifen können. Irgendwie will der Server aber gerade im Moment nicht so richtig, also keine Ahnung, was mit dem ist. Will irgendwie nicht. Da wunderbar, eine weiße Datei. Oh. Ich kann nur mal ausprobieren, mit dem Internet Explorer das Ganze zu probieren. Dieser sagt auch, wird nicht gefunden, also wahrscheinlich muss man die gesamten Rechner neu starten, damit es danach funktioniert. Ja, das mache ich allerdings nicht jetzt, sondern ich mache dann gleich das Video kurz Pause und wir sehen uns dann nach dem Neustart. Davor allerdings will ich euch noch hier den Installationsprozess zu Ende zeigen. Hier sagt er dann, was wir noch konfigurieren müssen und sowas. Hier als Type wählen wir auch wieder Development Machine.
Server wäre, dann da wird dann, der wäre dann wirklich, hätte mehrere Ressourcen zur Auswahl und sowas. Dedicated Machine würde sagen, dass dann nur darauf dieses MySQL laufen würde. Also der wird alles benutzen, was er bekommen kann, um halt stabil zu laufen. Wir nehmen einfach die Developer Machine, das reicht vollkommen aus für unsere Zwecke. Hier sagen wir, dass der Firewall Port geöffnet werden soll. Klicken einfach mal auf Next. Als MySQL Root Passwort nehme ich jetzt, oder probiere ich mal, ob es funktionieren würde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password Strings Weak. Okay, macht nichts. Sollte eigentlich eh keiner so ohne weiteres drauf zugreifen. Ich klicke jetzt auf Next und wir sagen hier einfach, der soll das so installieren. Jetzt konfiguriert er das Produkt. Und wir müssen nochmal was konfigurieren, das macht er aber von sich allein. So, nach diesem Ende hier klicken wir einfach auf Finish. Das schließen wir mal. Und wir bekommen hier so ein Fenster. Ich arbeite über die MySQL Workbench eigentlich eher nicht, sondern hauptsächlich über PHP MyAdmin. Das installieren wir im nächsten Schritt dann. Ja, benutze ich eigentlich nicht. Deswegen hier kann man jetzt auch nochmal auf diese Maschine connecten und dann hier halt über SQL-Befehle das Ganze steuern. Ich mag diese ganze Oberfläche eigentlich nicht so richtig. Also ich bevorzuge dann doch lieber PHP MyAdmin, ist um einiges übersichtlicher und einfacher. Hier kann man wahrscheinlich tiefer gehende Sachen drin machen, aber da mich das noch nie so wirklich interessiert hat, ist das auch nicht so. Also ihr könnt es benutzen, müsst ihr euch allerdings woanders einlesen. Hier sehen wir es, zwar Schema, aber das sind eigentlich die Datenbanken jeweils. Darauf kann man dann halt irgendwie Zugriff für bestimmte Nutzer und sowas geben. Und wie gesagt, kann man auch alles über PHP MyAdmin machen, ist um einiges einfacher. Ja, dann starte ich den Rechner neu und dann hören wir uns wieder. Auf Wiedersehen. Bis gleich. Hallo wieder zurück und jetzt habe ich einen Neustart ausgeführt. Wie man hier auch sieht, Steam ist nicht mehr da und wenn ich jetzt Localhost eingebe, funktioniert es sogar. Wenn diese Seite bei euch auftritt und ihr es halt in Windows 8 so konfiguriert, wie es ich es euch gezeigt habe, in Windows 7 geht das nicht und auch nur in der Windows 8 Pro Version funktioniert das. Habt ihr soweit den Server schon mal installiert? Das reicht jetzt für HTML, allerdings noch nicht für PHP. Ich hefte jetzt mal eben den Server an Start an. So, wir sind jetzt hier auf dem Webplattform-Dings da. Ja, wir haben jetzt hier den Webplattform-Installer, muss man also nicht nochmal installieren. Und da warten wir, bis das diese schöne Ladebalken, der hier ist und so modisch da jetzt durchgelaufen ist. Nun geben wir einfach ein PHP wieder und suchen uns eine gescheite Version raus. Das hier ist die 5.5.11. Es gibt dann noch hier für Deferred Installation. Ich glaube, das heißt allerdings nur, dass man das dann extra installieren muss und nicht einfach so. Wir drücken hier auf Hinzufügen und auf Installieren. Und wir stimmen selbstverständlich den Sachen zu. Nun sehen wir hier PHP 5.3.1.9 wird installiert und gedownloadet, obwohl wir eigentlich 5.5.11 installieren wollen. Der PHP Manager wird installiert und PHP 5.5.11. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal die grundlegendste Datei. Dazu gehe ich in Inetpub-Öffner auf www.root und ne, geht gar nicht so, muss ich auf dem Desktop machen. Ich erstelle ein neues Textdokument, nenne dieses Index, öffne ich einfach, damit man hier in den Editor kommt. Der reicht für das, was ich jetzt hier mache, vollkommen aus. Mehr drauf irgendwie. Was brauche ich denn hier für eine Scheiße? Also PHP beginnt und endet man anders.
Ist eigentlich nur der PHP-Bereich, der wird hiermit eingeläutet und nicht mit HTML und hiermit beendet und nicht mit Backslash HTML. Oder? Nee, Slash HTML. So. Ja, diese Datei, die speichere ich jetzt einfach auf dem Desktop erstmal als index.php. Ganz wichtig, nicht index.html. Wird nicht funktionieren. Ja. So, jetzt wo ich es gespeichert habe, sehen wir auch hier, das ist einfach, das ist eine unbekannte Datei. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte die zum Beispiel mit dem Internet Explorer öffnen, weil der hier gerade schon in der Liste ist, wird euch einfach nur der Quelltext angezeigt. Bringt euch nichts. Da sollte eigentlich was anderes angezeigt werden. Ja. Wir kopieren das hier einfach und fügen das in unser Serververzeichnis ein. Das hier ist www.root, da fügen wir es ein. Jetzt müssen wir noch fortsetzen klicken, weil da noch nicht so ganz schön eingestellt ist. Wenn ich jetzt auf localhost / index.php eingebe, dies muss ich eingeben, weil der IIS-Server diese Seite als wichtiger erachtet, dass die wir selbst programmiert haben. Und hier wird dann aber sagen, dass ein ungültiges Modul aufgerufen wird. Wenn die, sobald diese Seite funktioniert, ist alles perfekt konfiguriert. Funktioniert allerdings jetzt im Moment noch nicht. Das ist das Problem, was man häufig hat. Funktioniert auch nach einem Neustart des Servers nicht und auch nach einem Neustart des Rechners wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Nach meinen bisherigen Erfahrungen in dem Bereich. Was bei mir schon mal Abhilfe geschafft hat, ich weiß eigentlich nicht, ob das dauerhaft so ist, ist, wenn man den PHP-Manager nochmal installiert. Funktioniert hier auch nicht, wird auch mit installiert. Ja, damit bin ich mit meinem Latein noch schon ganz schön am Ende eigentlich. Ich werde allerdings jetzt nochmal einen Neustart des Rechners durchführen, um dann mal zu gucken, ob dann die PHP-Dateien funktionieren. Also, ich starte jetzt nochmal neu und danach sehen wir uns wieder. Auf Wiedersehen. So, herzlich willkommen zurück. Das Problem habe ich jetzt noch nicht so ganz gefunden. Es gibt ein Problem, ja. Stimmt ihr mir, glaube ich, zu. So ganz das Problem gefunden habe ich allerdings. Also, Problem gefunden, ja, Lösung nicht. Also, wenn wir hier in den Internetinformationsdienstmanager gehen, haben wir hier den PHP-Manager und hier steht FastCGI-Future muss aktiviert sein, um PHP registrieren zu können. FastCGI habe ich so nirgendwo gefunden. Was allerdings funktionieren sollte eigentlich, ist das vom FastCGI eigentlich ein bisschen abgetrennte normale CGI. Dieses fügen wir auch wieder über Futures hinzufügen, halt so. Gehen hier auf www.dienst und Anwendungsentwickler Futures. Und wenn wir hier CGI aktivieren, müsste eigentlich FastCGI auch funktionieren. Das probieren wir jetzt einfach aus. Starten den Server einmal kurz neu. Und öffnen PHP-Manager. Eine nicht optimale PHP-Konfiguration wurde auf dieser Maschine entdeckt. Wir probieren jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach nochmal auf diese Seite hier und gucken mal, was kommt. Also, es funktioniert zumindest. Reicht eigentlich vollkommen aus. Was der jetzt hier mit nicht optimale PHP-Konfiguration? Keine Ahnung, das ist eigentlich ja immer dieser php.ini-Datei. Dokument ist uninteressant eigentlich. Sagen wir einfach mal so, das soll er machen. Das können wir auch mal, dann müssen wir das nicht von Hand machen. Dann wird halt nicht mehr, wenn ich hier einfach localhost eingebe, wird nicht mehr diese Seite angezeigt, sondern direkt hier die php.info-Seite, weil die index.php ist. So, jetzt ist auch diese Warnmeldung da oben weg und alles ist perfekt. Wenn ich jetzt hier auf diese Seite F5 drücke, haben wir direkt die php.ini-Datei.
Hier stehen jetzt noch ein paar Informationen zu Einstellungen und so in PHP. Ist erstmal unwichtig eigentlich. Kann man, es bringt zumindest was, sagen wir mal so, wenn ich das dann später mir durchlesen kann, dann kann ich schon mal von vornherein ausschließen, dass ein Fehler an einer bestimmten Stelle hier drin vor, also in der Konfiguration vorliegt. Es gibt hier irgendwo, sagen wir mal, es müsste hier irgendwo geben, eine Fehler, hier so Fehlereinstellung. Da oben war gerade eine Fehlereinstellung, aber so ja, finde ich gerade nicht die wichtigen Teile. Also es gibt auf jeden Fall nochmal Fehlereinstellungen, wann Fehler angezeigt werden und wann nicht. Die sind relativ wichtig eigentlich, also wundert mich, dass ich die jetzt hier gerade so nicht finde. Hm. Fehlermeldungen anzeigen php.in. Hier haben wir die Unterdrückung von den jeweiligen. Und hier haben wir in der php.in, die finden sich die Einträge. Und hier, wenn wir es so einstellen, ist das Error Reporting, also dass Fehler angezeigt werden, direkt an. Also wir finden, wir haben es direkt, die ganzen Sachen. Es stimmt wohl schon, dass man auf dieser Seite das finden kann, aber anscheinend habe ich es irgendwie überlesen oder so. Ja, wir gehen einfach in die php.ini-Datei. Wo ist die jetzt? Das ist ganz einfach, wir gehen hier in C, Programme x86 und haben hier schon PHP. Hier nehmen wir die Version 5.5. Diese müsste auch hier eigentlich, sehen wir hier oben, 5.5. Also wir nehmen Version 5.5 und haben dann hier irgendwo eine php.ini-Datei. .ini steht jetzt hier an der Stelle nicht, aber steht, wir sehen hier Konfigurationseinstellungen. Gehen wir drauf. Und dann suchen wir in dieser schönen Datei, welche auch gar nicht so lang ist, diese vier Zeilen. Ah. Also ihr könnt von mir aus durchscrollen, ich verwende lieber die Suchfunktion hier. Reporting. Ich könnte auch copy. Hab ich was falsch geschrieben? Nehmen wir mal nur Error. Ah, muss ich nach oben suchen. Und wir haben hier schon ein Error Reporting. Und da haben wir auch. Und da geben wir jetzt einfach mal e-all ein. Das ist eigentlich so das Einfachste. Also da wird dann wirklich alles angezeigt. Jeder Fehler und alles wird angezeigt. Dann haben wir hier die Display Errors. Die müssen wir auf jeden Fall auf on schreiben, auf einer Development-Maschine sind. Wenn ihr das als, wenn ihr einen richtigen Server habt und das auch als Server im Internet macht, dann stellt das auf off. Erspart euch Peinlichkeiten, wenn irgendjemand auf einmal einen Fehler sieht da. Ist scheiße. Log Errors auf jeden Fall on. Error Log habe ich noch nie reingeguckt. Finde ich nicht ganz vor. Das Wichtige ist jetzt, ihr könnt es nicht einfach speichern. Das wird nicht funktionieren. Dann kommt hier das und dann steht Zugriff verweigert. Funktioniert nicht. Hier könnt ihr aber einen Umweg nehmen, ihr speichert es auf dem Desktop so richtig schön. Hier müsst ihr natürlich .ini und nicht .txt, sonst scheiße, funktioniert nicht. Ihr fühlt euch verarscht, schreibt vielleicht an irgendwas in die Kommentare und ich fühle mich dann auch verarscht. Ganz einfach. Ja. Wir können jetzt nochmal auf dieser Seite hier nach Error Reporting. Error Reporting haben wir jetzt 22527 drin stehen. 22527. So, wir nehmen diese PHP Konfigurationsdatei, gehen wieder in das Verzeichnis, welches ich gerade geschlossen habe, also in das PHP Version 5.5 Verzeichnis, fügen es ein, sagen Datei im Ziel ersetzen, drücken wir mal
fortsetzen. Jetzt kommt unter Umständen bei euch so ein Fenster, wo ihr Kennwort eingeben müsst. Ja, 22527. So sage ich jetzt die Einstellung. Suchen wir nochmal neu danach. Und wir sehen, die Zahl hat sich geändert. 32767. Jetzt werden Errors auf jeden Fall angezeigt. So, das war jetzt eigentlich das Wichtigste. Ihr habt jetzt PHP auf eurem Server, ihr habt MySQL auf eurem Rechner. Ist eigentlich alles, was man braucht, um mit Programmieren loslegen zu können. Im ersten Teil dieser Tutorial-Reihe werde ich erstmal mit euch einfach nur ein Design ausarbeiten. Also ich werde programmieren, ein bisschen was dazu sagen. Ihr hört einfach nur, ihr könnt ja eh nur einfach nur zuhören. Ich werde nicht viel auf die Sachen eingehen. Wie gesagt, ich werde ein bisschen was eingehen, aber nicht die ganze Zeit. Ich werde zwischendurch immer wieder selbst ein bisschen an den Projekten weiter programmieren, weil es manchmal ist entspannender, wenn man nicht die ganze Zeit labern muss, sondern einfach nur ruhig sein kann und Musik hören kann. Empfehle ich euch auch, wenn ihr programmiert, hört ab und zu einfach mal Musik. Ihr könnt auch gerne beim Programmieren Musik hören. Fehler kommen dadurch nicht viele zustande, finde ich, die ihr so nicht auch machen würdet. Es ist auf jeden Fall entspannender und das Coole ist, ihr habt irgendwie so das Gefühl, als würdet ihr mit der Musik programmieren. Das ist ein relativ schönes Gefühl eigentlich, wenn man direkt so den Fluss der Musik wahrnimmt und sozusagen direkt auf der Tastatur irgendwas dazu schreibt. Ja, wie gesagt, Musik könnt ihr YouTube, Spotify, was auch immer. Könnt auch euer Handy daneben anmachen. Wie gesagt, ich werde ein bisschen selbst programmieren, ich werde auch mit euch programmieren. Das Selbstprogrammieren kommt aber erst im zweiten Teil, wo ich dann mit PHP programmiere, wo ich je nicht alles erklären werde. Ja, ihr habt jetzt alles auf eurem Server, was ihr braucht. Ihr könnt ein bisschen damit rumspielen. Die ganzen Befehle findet ihr. Ihr findet Befehle ohne Ende im Internet. Self-HTML hat eine Riesenseite. Dann gibt es hier das schöne php.net. Es gibt hier PHP einfach. Self-PHP sind alles relativ bekannte Seiten eigentlich. Im PHP-Forum ist... PHP-Forum gar nicht. PHP-Forum ist scheiße. php.net. Habt ihr hier oben auch dann so ein schönes Eingabefeld. Das meiste ist auf Englisch. Es gibt aber auch deutsche Seiten. Nehmen wir jetzt einfach einen Befehl, der nennt sich Time. Geben wir dahinter PHP in Google ein. Bing weiß ich nicht, wie das ist. Auf jeden Fall in Google sind dann direkt unter den ersten Ergebnissen schon die Informationen dazu. Dann haben wir hier einmal die PHP-Webseite. Schattenbaum, das ist alles ein bisschen mehr erklärt. Hier ist halt nur auf Englisch meistens. Es gibt auch deutschsprachige Sachen davon, das ist jetzt deutschsprachig. Aber man trifft auch schon mal auf englische Seiten, die noch nicht übersetzt wurden. Dann halt Schattenbaum, ist auch eine bekannte, also nicht bekannte Seite, aber die Seite ist, da gucke ich immer mal wieder drauf, wenn ich hier diesen Time-Befehl benutze. Und dann W3 Schools, die haben sozusagen hier die ganzen, wie was aufgebaut sein muss, damit das konform ist. Zum Beispiel HTML, die ganzen Befehle, die ihr hier auf der Seite findet, sind so konform. Also wenn ihr es so schreibt, dann müsste das eigentlich überall funktionieren. Manchmal so Chrome und Firefox gehen gerne über Sachen hinweg, Internet Explorer eigentlich auch. Also eigentlich gehen die wichtigsten Browser über so Sachen hinweg. Aber ist ja nicht schlecht, wenn man es, also die gehen darüber hinweg, wenn man es falsch macht. Aber eigentlich ist es besser, wenn man es richtig macht, dann ist ich glaube, es ist auch ein bisschen schneller zu berechnen. Das merkt aber kein Schwein. Das kann sich nur um Millisekunden handeln, die da länger braucht. Ja, ansonsten viel Spaß beim Programmieren. Ihr könnt auch andere, es gibt tausende von Editors eigentlich im Internet. Ihr könnt auch irgend sowas hier, so ein Baukasten-Ding nehmen, der hat auch einen Editor drin. Meistens. Wie gesagt, ich würde eher sagen, wenn ihr was programmieren wollt, nehmt euch Scriptly oder halt Notepad oder irgend sowas in der Richtung, was auf jeden Fall farbig ist. Das ist um einiges einfacher und was halt automatisch, wenn man Zeilenumbruch macht, gleichzeitig auch noch die gleiche Einrückung beibehält und man mit Tab funktioniert das überall, dass man weiter reingeht eigentlich. Worauf ich euch noch hinweisen will, ist die Seite jsfiddle.net müsste das sein.
JS Fiddle. Hier könnt ihr, wenn ihr ganz kleinen Code mal eben schreibt, den auch machen. Dann gebt ihr hier einfach bei HTML zum Beispiel Hi. Hi. Ein. Und wenn man auf Run drückt, zeigt er das automatisch hier an. Hier kann man nur noch JavaScript und CSS programmieren und dann die Sachen auch halt so teilen und sowas. Für große Projekte nicht gut, aber wenn man mal eben schnell sowas Kleines haben will, was zeigen möchte, dann ist das schon relativ gut. JS Fiddle, ja, ist meistens eher so zum Mitnehmen oder in Foren einbinden. Wenn man so einen kleinen Quelltext hat, kann man den relativ einfach und schön da einbinden. Ja, das war's dann soweit. Ich verlasse jetzt hier die Seite. Das war alles, was ich so sagen wollte, und das war jetzt so die kleine Einleitung zum Thema Programmieren. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann daran geht, die Tastatur glühen zu lassen. Auf Wiedersehen.